Also, was sagen wir zur Oberweser-Pipeline? Nein! Klare Worte fanden nicht nur die Protestler bei der vierten Werra-Weser-Anrainer-Konferenz in Gieselwerder. In welche Richtung die Bestrebungen der Anrainer-Konferenz gehen, machte etwa Oberwesers Bürgermeister Rüdiger Henne deutlich. Dass nicht die Verkloakung unseres Naturraums, unserer Weser, eine technische Lösung ist, sondern dass eine Vermeidung am Ort der Produktion oder nahe dem Produktionsort in den Kaliabbaurevieren die Schlüsselposition einnimmt. Auch der Vorsitzende der Anrainerkonferenz machte sich für eine Entsorgung vor Ort stark. Wir es schaffen gemeinsam, dass technische Alternativen erkundet werden, dann wird es nicht nötig sein, dass wir weiter Abwässer in den Untergrund verpressen, in die Werra einleiten oder in die Oberwässer. Und die Einleitung in die Nordsee ist dann auch gleich überflüssig. Dass der runde Tisch bislang eher untätig war bei der Suche nach technischen Alternativen, kritisierte er im Weiteren. In einem Beschluss vom letzten Jahr hatte das Gremium festgelegt, alle Kali- und Salzabwässer auf eine abstoßfreie Produktion untersuchen zu lassen. Womit wir uns jetzt beschäftigen, ist, dass der Vorsitzende des runden Tisches diesen Auftrag bis heute nicht erfüllt hat. So sieht übrigens Boden aus, der mit Salzlauge in Berührung kam.